Hallo, heute befassen wir uns mal mit sinnvollem und auch sehr wichtigem Zubehör für unseren Kai-Uwe. Es geht um eine Dashcam und warum sie so wichtig ist, unsere neue Sat-Antenne und weitere Kleinigkeiten, die einem das Camperleben schon versüßen können. Diese schicken Bilder zeigen uns die Sicht aus dem Kai-Uwe nach vorne. Und diese wurden mal nicht mit einer GoPro gemacht, sondern sie wurden mit einer Dashcam gemacht, die wir nun euch heute vorstellen wollen. Es handelt sich um eine Fiofo T130 mit drei Kameras. Gefilmt wird nach vorne in 2K, nach innen und nach hinten in Full HD. Die Kamera wurde uns freundlicherweise zum Testen zur Verfügung gestellt. Die Kamera ist bei YouTube hinreichend beschrieben. Wir möchten hier nur kundtun, warum sie für uns so wichtig ist. Laut verschiedener Gerichtsurteile ist die Verwendung von Dashcams inzwischen so geregelt, dass die Daten in Bußgeld- und Strafverfahren ausgewertet werden dürfen. Voraussetzung ist jedoch das Überschreiben der Daten in einem bestimmten Rhythmus, der zwischen 3 und 10 Minuten liegen sollte. Laut Meinung der Rechtsanwälte ist hier ein 3-Minuten-Intervall empfohlen. Wir können hier natürlich nur unsere Meinung wiedergeben. Eine verbindliche Rechtsauskunft soll das hier nicht sein. Die Fiofo-App für Handys lässt sich problemlos runterladen. Sie macht schon auch einen selbsterklärenden Eindruck und bietet diverse Einstellungsmöglichkeiten. Heutzutage haben viele Verkehrsteilnehmer eine Rechtsschutzversicherung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Klärung vor Gericht nimmt natürlich zu. Und bei Unfällen nehmen die Rechtslagen, wo Aussage gegen Aussage steht, stetig zu. Und so kommt es eben, dass sich die Kosten für eine Dashcam auf jeden Fall lohnen. Recht haben und Recht sogar nachweisen zu können, zahlt sich immer aus. Im Bußgeldverfahren lässt sich zum Beispiel nachweisen, dass eine Ampel gar nicht rot war, sondern dass vielleicht ein technischer Defekt vorlag. Ach ja, und wem die Spiegelungen in unserer Frontscheibe aufgefallen sind, ich habe jetzt einen Polfilter zugeschickt bekommen, damit ist das Problem vorbei. Hier noch ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten zur Steuerung der Kamera über die App. Der Einbau war recht übersichtlich, lediglich die Heckkamera habe ich noch nicht verbaut, all dieweil wir eine am Mobil verbaute Heckkamera haben. Ich könnte mir aber vorstellen, den Innenraum nach unten zu überwachen, damit ich unsere Fellnasen im Blick habe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, den Bereich nach links aus dem Wohnmobil im Blick zu haben, da doch von hier oft Ungemach sich nähert. Die Kamera macht sich oberhalb der Go-Box eigentlich ganz gut. Das Verbindungskabel zur Kamera konnte ich geschmeidig in der Fuge zwischen Scheibe und Armaturenbrett verstecken. Dann ging es weiter in eine Lücke der unteren A-Säule, am Türgummi nach unten, da kann man einiges verstecken, entlang des unteren Handschuhfaches, um dann schneidig in der Nähe der 12-Volt-Dose aufzutauchen. Damit ist das Kabel quasi unter Putz verlegt. Ein weiteres Gerät für unsere längeren Reisen ist die TV-Antenne. Wir hatten bislang eine Sat-Antenne mit einem 85 cm großen Spiegel. Das sicherte natürlich besten Empfang, hat jedoch einen Nachteil. Wer schon mal in Spanien überwintert hat,
Weißt, was wir meinen, wenn man sagt, es windet ständig? Vielleicht waren wir auch einfach nur zu vorsichtig, aber wir haben dann die Antenne eingefahren. Die Antenne von Ten Haft soll nicht so windanfällig sein und die haben wir uns mal gegönnt. Die App zu dieser Antenne kann man herunterladen, sie verbindet Antenne mit Handy. Es lassen sich viele Optionen bedienen und vor allem das Herunterladen der Updates ist viel einfacher. Einfach, aber sehr effektiv, finden wir die Sicherung des AdBlue Einfallstutzens. Dieser lässt sich einfach montieren, sichert den Tank vor Unbefugten, denn böse Menschen könnten hier etwas einfüllen, was dem Motor gar nicht gut tut. Die Montage dieser AdBlue-Sicherung befindet sich im Sekundenbereich. Übrigens gegen die nervigen Streifen am Wohnmobil, die von der Feuchtigkeit der Trumaheizung rührt, lässt sich ein ganz einfacher Ablauf montieren, der schon in 2 Minuten seine nützlichen Dienste antritt. Keinesfalls außer Acht lassen sollte man eine einfache Reifenabdeckung. Diese kann sich als äußerst kosteneinsparend erweisen. Die UV-Strahlung der Sonne greift die Schuhe des Wohnmobils heftig an und macht sie porös, womit schlimmstenfalls ein Reifenplatzer möglich wird. Wir haben 2 davon gekauft und verwenden sie auf der sonnenzugewandten Seite. Ach ja, übrigens, unser Camperboard hat eine neue Funktion. Ist vielleicht nicht State of the Art, aber sehr effektiv. So, für heute jetzt genug der Neuerungen. Wir hoffen, dass wir euch einige Tipps vermitteln konnten und freuen uns über jeden Daumen nach oben. Ein kostenloses Abo ist klasse und das Drücken des Glöckchens großer Sport.